Vom Heft Nummer 5 von der vertieften Jüngerschaft. Das heißt quasi das Heft Nummer 9 von der ganzen Jüngerschaft. Die Lektion Nummer 7, die Trübsal. Lass uns zusammen diesen Vers lesen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Offenbarung 7, 13 bis 14. Halleluja. Ja, Trübsal heute, dieses Thema quasi der Kern, ne, der ganzen Sache. Und ja, Lektion 7, ne, in der Mitte vom Heft, genau in der Mitte. Nein, in der Mitte vom Heft. Und ja, Trübsal, das große Thema der Offenbarung, wie kann man sagen, das berühmte Thema der Offenbarung. Für mich ist das nicht so, ich sage mal so wichtig im Sinne, ja, weil wir entrückt werden. Aber es wird sehr, sehr oft auch in der Bibel genannt. Werden wir direkt sehen hier am ersten Abschnitt. Woher stammt das Wort Trübsal? Ne? Weil wenn wir so sagen, ja, Trübsal, dann würden viele ja, aber das Wort steht gar nicht in der Bibel. Ja, es steht in der Bibel. Steht ein, zweimal. Zweimal, ja, nur zweimal, aber nur in Matthäus 24, 21 und Offenbarung 7, 14. Aber diese Zeitspanne bekommt anderen Namen im Alten Testament, zum Beispiel im Alten Testament: Tag des Herrn, Zeit der Drangsal für Jakob, der Tag der Rache unseres Gottes, der Tag des Herrn. Und im Neuen Testament, ne, auch so ein paar Namen: Tag des Zorns, Zorn, kommender Zorn. Und schon von diesen ganzen Namen her können wir, ne, merken, dass die Trübsal nicht umsonst diesen Namen hat: Drangsal und so weiter. Tag des Zorns, ne? Und eine ganz schlimme Zeit. Ganz schlimme Zeit. Die schlimmste Zeit, die es auf Erden geben wird. Das war schon prophezeit, zigmal im Alten Testament, auch im Neuen Testament, nur mit dann verschiedenen Namen. Und das Problem mit dem Namen, das geht noch weiter. Das heißt, es geht weiter. So dass in den verschiedenen Bibelübersetzungen auch verschiedene Namen bekommt. Matthäus 24, ne, in der Lutherbibel wird es Trübsal genannt. In der Schlachter Drangsal, Elberfelder Bedrängnis, Hoffnung für alle Zeit der Not und Gute Nachricht Bibel große Verfolgung. Da merkt man schon, ne, dass ist der Grund, warum, ne, dieses Thema so ein bisschen ominös ist. Ja, weil es verschiedene Namen bekommt in den verschiedenen Übersetzungen. Wir werden gleich sehen, warum. Lasst uns nur diesen Vers noch lesen. Andreas, würdest du bitte hier diesen Vers Ja, gerne. Denn dann wird eine große Drangsal sein, die von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Matthäus 24, 21. Ja, da sieht man schon, dass Jesus schon prophezeit hat. Das ist hier eine Prophezeiung, die Jesus gegeben hat. Und viele andere Propheten haben die dann auch prophezeit. Und warum wird dieses Wort so verschieden übersetzt hier? Was ist die Trübsal? Das Wort, griechisch Slytheos, bedeutet wörtlich Druck. Ne? Druck. Das heißt, so sollen wir uns vorstellen, wenn wir jetzt die griechische Bibel lesen oder das griechische Neue Testament. Und da in Matthäus 24, ne, steht dann, es wird ein großer Druck sein. Und der Übersetzer, der hat gemerkt, oh, da geht es um, ne, nicht jetzt um Druck, wie jetzt in einen Reifen oder so, wo man da Luft reinmacht, in diesem Sinne, sondern es geht um einen übertragenen Sinn, eine Zeit, ne, von großem Probleme, von großer Verfolgung und so. Und deswegen hat er da das so übersetzt mit Drangsal.
Und deswegen hat jeder Übersetzer dieses Wort anders übersetzt, wie es so ihm am nächsten schien, wie man das ja so im heutigen Deutsch so sagt. Große Verfolgung, Zeit der Not und so weiter. Es geht immer um das Gleiche. Eine Zeit, die sehr problematisch ist, das heißt sehr schwer, sehr große Verfolgung, viel Leid, viel Leben, Naturkatastrophen und so weiter. Ja, dieses Wort Tliteus, ne, wird neunmal im Neuen Testament benutzt, aber er ist nur zweimal mit diesem definierten Artikel, die. Ne, das heißt, die Drangsal oder ne, der Druck. Und so nur in zwei Versen ist dann diese direkte Erwähnung von dieser Zeit, diese 70. Woche Daniels, wo der Antichrist regieren wird. Sie besteht aus zwei Zeitabschnitten, aus jeweils 2,5 Jahren. Das erste wird die Trübsal genannt und das zweite die große Trübsal. Hier habe ich groß geschrieben, große, normalerweise Adjektiv schreibt man klein. Aber ich habe es groß geschrieben, weil ja, es geht um einen Namen der ganzen Sache. Große Trübsal ist ein Name einer Sache. Versteht ihr? Titel. Ist ein Titel, ne, von dieser Zeit. Die große Trübsal. Das heißt, das ist ein Namen. Die Trübsal und Matthäus 24. Ja, wir haben wie schon gelesen, hier Matthäus 24, 21. Jesus hat auch die Trübsal vorher oder vorausgesagt. Und im Grunde ist Matthäus 24 eine Zusammenfassung vom Buch Offenbarung. Ja, wenn man das hier näher studiert, Matthäus 24 und Offenbarung, das werden wir gleich auch machen, dann merkt man die vielen Parallelen. Was wollte dann Jesus mit Matthäus 24? Was hat er bezweckt? Hier ganz am Anfang stellten die Jünger eine Frage. Wolfgang, würdest du bitte, lies mal bitte diesen Vers hier, Matthäus 24, 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Matthäus 24, 3. Dann hier sehen wir wieder, dass die Jünger schon wussten, dass es um zwei verschiedene Sachen geht. Bei der letzten Schulung habe ich das kommentiert. Die Entrückung und das Wiederkommen Jesu, das sind zwei Sachen und dazwischen ist die Trübsal. Lass uns mal hier ein paar Parallelen zwischen Matthäus 24 und das Buch der Offenbarung ziehen. Offenbarung 6,2 mit Matthäus 24, 4-5, der Antichrist. Ich werde hier nicht die ganzen Texte nennen, das habt ihr auf dem Blatt. Krieg, Hunger, Verfolgung, Sonne, Mond und Sterne werden instabil. Weltweite Evangelisation der 144.000 Versiegelte, die mündet in einer unzähligen Schar von Glaubenden. Und Beschreibung des Antichristen und des falschen Propheten. Das sind die Vergleiche zwischen Offenbarung, Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 12 und 13 und Matthäus 24, das heißt die Trübsal oder die große Trübsal. Antichrist, ja, ist hier ein bisschen schwer. Am besten würden wir alles zusammen studieren. Die Trübsal und der Antichrist, alles zusammen in einer Schulung, aber das ist zu viel und deswegen habe ich das hier geteilt. Eine Schulung über Trübsal, eine Schulung über den Antichrist. Das heißt, heute müssen wir unbedingt den Antichrist auch nennen, weil er ist der große, die wichtigste Person von der Trübsal. Aber ja, nur am Rande, sagen wir so heute. Ne? Wann fängt die Trübsal an? Ganz wichtig, ganz, ganz wichtige Frage, ne? Weil ja, die Trübsal ist doch der Moment,
wo sich alles ändern wird. Das heißt, der Moment, wo die Welt auf den Kopf gestellt wird. Oder der, ne, ich sage mal so, in meinen Worten sage ich mal das so. Und das ist der Moment, wo, auf den die Welt hinzugeht. Der Moment, wo Gott, ich sage mal so, sein letztes Werk mit den Juden machen wird, etc. Das heißt, die Trübsal. Deswegen ist auch wichtig zu wissen, wann sie anfängt. Sie fängt an mit einem Krieg. Und dieser Krieg, der ist ein sogenannter Bund der Nationen. Einige Nationen, die meisten davon, die befinden sich im Norden von Israel, die werden Israel angreifen. Am Anfang dieser 70. Woche Daniels. Man darf es nicht mit Hamagedon verwechseln. Ne? Hamagedon hat die Betonung an der letzten Silbe. Auch auf Deutsch, ein bisschen so schwer das nachzuvollziehen, aber es kommt aus der griechischen Sprache. Dieser Hamagedon, sehr bekannter, berühmter, ne? der größte Krieg, den es je auf der Welt geben wird. Aber darum handelt es sich nicht hier. Am Anfang der Trübsal. Am Anfang der Trübsal, das sind nur 10 Nationen, ungefähr 10 Nationen, die sich verbünden mit Russland. Ja, warum sage ich Russland? Da gibt es einige Anhaltspunkte, um das hier zu sagen. Wir können nicht hier alle Punkte hier eingehen. Ne? Dann müsst ihr schon selber ein bisschen forschen, wenn ihr wissen wollt, warum ich das hier behaupte. Ja, Russland, wenn man so auf der Karte schaut, ne, Russland liegt genau nördlich von Israel, ne, und ist sehr groß. Ne, das heißt, wenn es steht, ne, das Reich, was nördlich von Israel liegt, ziemlich offensichtlich. Ne? Okay, ne, gibt es auch andere Nationen, die nördlich von Israel liegen, ne, aber Russland ganz klar, ganz groß. Und die werden dann Israel angreifen. Und nur das so hier im Kontrast zu machen zwischen diesem Krieg vom Bund der Nationen, von Hamagedon, diese zwei verschiedenen Sachen, der Bund der Nationen, das sind ein paar Nationen, die meisten davon befinden sich nördlich von Israel. Und Hamagedon, alle Nationen werden sich beteiligen. Und hier habe ich auch die Texte genannt, die das dann untermalen oder beweisen. Ja. Und Russland wird diesen Krieg führen gegen Israel, aber das wird nicht so passieren, wie es Russland denkt, sondern es wird eine Meuterei geschehen in den eigenen Truppen, ein unvorstellbar großes Blut vergießen. Und was wird das dann, was wird das Ergebnis dieses Krieges? Das wird einfach so eine politische Destabilisierung der Welt. Ich versuche es zu erklären, wie ich es verstanden habe. Eine politische Destabilisierung der Welt. Das heißt, der Welt geht's gut. Am Anfang der Regierung des Antichristens wird allgemeiner Frieden und Wohlstand herrschen. Das heißt, Jesus kommt, Jesus holt uns ab, entrückt uns in einer Zeit von allgemeiner Frieden und Wohlstand. Jesus hat gesagt, wenn niemand wartet und alle sagen, alles gut, alles klar, holt uns Jesus ab. Und in dieser Zeit fängt der Antichrist zu regieren. Ja, aber warum wollen die Menschen dann, dass der Antichrist regiert, wenn so viel Wohlstand ist? Wegen dieser Destabilisation, die kommt durch diesen Krieg. Eine politische Destabilisation. Viele haben Angst, ja, jetzt fängt vielleicht der dritte Weltkrieg an und solche Sachen. Und das ist diese Angst, die verbreitet sich, obwohl im Grunde Wohlstand ist auf der ganzen Welt. Und der Antichrist, der wird alle überzeugen, dass er das jetzt in den Griff bekommt, dass kein Krieg mehr ist und so weiter. Und da fängt die Trübsal an. Diese ersten 3,5 Jahre, wo sagen wir so, meistens Friede und Wohlstand sein wird. Nur später, in der Mitte dieser 7 Jahre, dann wird der Antichrist sein wahres Gesicht zeigen und da werden auch die Gerichte Gottes anfangen. Und diese Gerichte, die sind die Siegel, Posaunen und Schalen, Kapitel 6 bis 18 von Offenbarung.
Und viele, viele Menschen werden sich bekehren. Ne? Viele, viele Menschen werden sich bekehren. Große Mengen werden sich bekehren in der Zeit der Trübsal. Warum will Russland Israel angreifen? Hier Hesekiel 38, 11 bis 12. Betty, würdest du lesen? Du wirst sagen, ich will hinaufziehen in das offene Land. Ich will über die kommen, die ruhig und sicher wohnen. Sie wohnen ja alle ohne Mauern. Sie haben weder Riegel noch Tore. Und Beute zu machen und Raub zu raffen, wirst du deine Hand an die wiederbewohnten Ruinen zu legen suchen und an das Volk, das aus den Heidevölkern gesammelt worden ist, das Vieh und Güter bekommen hat und das den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Ezekiel 38, 11 bis 12. Ja, das heißt, wegen Israels Güter, Schätze. Ja, Israel wird immer reicher. Israel hat viele Technologien, Israel hat viele Bodenschätze und so weiter. Hat so ein kleines Land, aber ne, ist Inhaber von so vielen, sowohl ja, Bodenschätze als auch Technologien und so viele Sachen und so reich. Ne, und dann denkt Russland, oh, die sind so klein, die, ne, die überrollen wir in einem Tag. Ne? Ja. Und das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und ich höre immer so im Internet Vorträge von einem sehr alten Mann. Und der sagt das immer, leg dich nicht mit Israel an, die sind unbesiegbar. Alle, die sich mit Israel angelegt haben, die hatten Pech, ich sag mal so. Ne? Die konnten das nicht schaffen, obwohl Israel so klein ist. Ne? Israels strategische Position ist auch ein wichtiger Grund, weil Israel liegt, wie gesagt, im Mittelpunkt der Erde. Und ich habe mal hier eine Karte ausgedruckt, wo ich so ein Kreuz gemacht habe. Ich schicke dir das später, Wolfgang, wo ich hier so ein Kreuz gemacht habe, wo Israel in der Mitte, dann sieht man, wie jetzt Israel wirklich ziemlich in der Mitte der Welt liegt, sozusagen. Okay. Ja. Sind die Ozeane, sind die dann... ja, ich sag mal so, was ungefähr. Was ist denn auch von hier bis da? Ja. Ja, das heißt, hier und hier, ja, ich sag mal ungefähr, ne, in der Mitte der Welt. Ne, wenn, ja, jemand sagt, ne, wenn jemand sagt, kann man das gut sehen? Ne, wenn man sagt, in der Mitte der Erde, ne, ist es nicht ganz falsch. Ne? Strategische Position, das war schon immer so. Das heißt, warum wurde auch Israel immer so angegriffen von Ägypten, von Assyrien, von Babylon? Ne? Weil es in der, quasi mitten auf dem Weg ist, so ähnlich wie Deutschland. Deutschland ist auch so mitten in Europa. Das heißt, ne, links von Frankreich und Spanien und Portugal und England und rechts von Polen und Tschechien und Ungarn und alles. Das heißt, so ungefähr die gleiche Situation mit Israel. Israel ist auch, liegt auch in der Mitte von... Ne, die ganzen Nationen, die da, ne, jedes Mal, wenn jetzt Iran mit Ägypten streitet, dann ist Israel in der Mitte. Oder Ägypten mit Türkei, Israel ist in der Mitte oder so weiter und so fort. Das heißt, ist immer, ne, ich sage mal so, obwohl es ja so klein ist und kein Krieg will, aber es ist immer ungewollt involviert im Krieg. Weil es einfach, ja... Alle Wegen führen durch Israel, sozusagen. Ja. Satan wird auf die Erde geworfen. Ja, ganz wichtige Information, zusätzliche Information. Während der Trübsal werden Satan und seine Engel aus dem Himmel vertrieben. Hier, Hiob 1,6, das steht nicht, dass Satan und die Engel aus dem Himmel vertrieben werden, sondern dass Satan und seine Engel im Himmel sind. Ja. Wenn man sich fragt, ja, aber sind die im Himmel? Ja, da steht es, Hiob 1,6. Und auf die Erde geworfen. Offenbarung 12, 7 und 9, Jesaja 24, 21. Auf die Erde geworfen. Da merkt man schon, ja, die Trübsal, die ist ganz schlimm. Stellt euch das mal vor. Satan, ne,
Er herrscht heute, ist aber so in der ganzen Atmosphäre. Der hat Millionen von Kubikmeter Luft, wo er sich befinden kann. Und dann, oder noch weiter, er geht bis zum Thron Gottes. Und zu dieser Zeit, ne, ist er sehr begrenzt, nur auf der Oberfläche der Welt. Dann wird es sehr dunkel werden, ist also geistlich, ne? Geistlich wird es sehr dunkel, weil die ganzen Dämonen, die heute ja so verteilt sind in der Atmosphäre, werden da auf der Oberfläche der Welt sein. Das wird eine schlimme Zeit für die Erde. Ja, hier einen kleinen philosophischen Schluss, ne? Satan wollte höher, aber sein Weg geht immer runter, ne? So ist es interessant. Wer aufsteigen will, der geht runter. Und deswegen hat Jesus gesagt, wer der Größte sein will, der soll, ne, der soll versuchen, der soll den anderen dienen. Ne? Der Weg nach oben geht nach unten und umgekehrt. Ne? Wer hochmütig ist, der fällt. Okay, lass uns jetzt direkt zu die große Trübsal gehen, auf Seite 54. So wird die große Trübsal, die große Trübsal. Ne, das heißt, dieser zweite Teil der 70. Woche. Und der fängt im Moment an, wo der Antichrist seinen Bund mit den Juden bricht und fängt an, sie zu verfolgen. Ne, weil am Anfang wird er Frieden stiften und sagen alle, ne, lass uns hier den Dritten Weltkrieg vermeiden und so, lass uns alle Frieden machen. Aber irgendwann bricht er dann und fängt an, die Juden zu verfolgen. Und verlangt sogar Anbetung. Und die Juden, die lehnen das ab. Und deswegen gibt es dann weiter Verfolgung. Das wird immer schlimmer. Und der Antichrist bricht auch mit der abgefallenen falschen Kirche Babylon. Ne? Babylon, das ist ein Thema von, ich denke, nächste oder übernächsten Woche. Babylon. Ne? Die große Hure. Ja? Oder die große Stadt. Und der Antichrist, der bricht mit diesem System, diesem religiösen System. Dieses System hat ihm geholfen, aufzusteigen und zum Antichrist zu werden, aber er bricht auch mit diesem System. Und da fängt die große Trübsal an. Die große Trübsal zielt auf die Juden, aber die ganze Welt ist betroffen. Gott schickt Gerichte, um sie zur Umkehr und Glaube bewegen. Der Antichrist wird die Juden verfolgen und Jerusalem angreifen. Viele Juden werden Zuflucht in Bergen und Höhlen suchen, Edom, Moab und Ammon, wo heute Südjordanien liegt. Im tausendjährigen Reich wird es zu Israel gehören. Okay, das ist eine Nebeninformation. Weil diese drei Nationen die Juden verstecken, werden sie während dem schlimmen Angriff des Antichristen gegen Israel verschont. Gut. Die Trübsal wird bei Harmagedon beendet. Die herrliche Wiederkunft Jesu ist allem sichtbar. Danach geschieht das Gericht der Nationen direkt vor das tausendjährige Reich. Gut, dann muss ich noch hier kommentieren auf Seite 53 die Gerichte. Das heißt, diese Gerichte, die geschehen während der großen Trübsal. Ja, das heißt, weil der Antichrist jetzt die Juden verfolgt, oder besser gesagt, ja, Gott wird die Welt strafen. Letztes Mal hatten wir das auch studiert über diese Siegel. Ne? Die Siegel, die sind auch eine Säuberung, was Jesus machen wird in der Welt, weil er die Welt zurückerobern will zu sich, für sich, aber dann will er auch eine Erde haben, die sauber ist, ohne Sünde und so weiter. Deswegen diese ganzen Gerichte hier, Siegel, Posaunen und Schalen, das sind, ich sag mal so, da schlägt Jesus zwei Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, er reinigt die Welt, er straft die Bösen und gleichzeitig ne, rüttelt er die Menschen und sagt, Leute, ne, merkt euch, das ist ein Gericht Gottes. Gott ist nicht zufrieden mit der Welt. Gott, ne, ruft euch zur Umkehr zum allerletzten Mal, ne? Und hauptsächlich die Juden. Ich werde gleich erklären, das mit den Juden. Gott ruft und sagt, bekehrt euch, das ist die letzte Chance. Und viele, viele, viele werden sich bekehren. Ne, unzählige Mengen werden sich bekehren.
Warum die betonen auf Juden? Die Betonung auf Juden und nicht auf wahre Israeliten. Das sind so Wörter, die scheinbar kleinen Unterschied haben, aber eigentlich großen Unterschied. Immer wenn ich sage wahre Israeliten, da meine ich damit die Glaubenden des Alten Testaments und Neuen Testaments. Das heißt, alle Menschen, die in der ganzen Weltgeschichte an Gott wirklich geglaubt haben. Das sind die wahre Israeliten. Das lesen wir im Römerbrief. Alle, die so glauben, wie Abraham geglaubt hat. Und Juden sind jetzt die leiblichen Nachfahren Abrahams. Das sind zwei verschiedene Gruppen. Und ob jemand heute zu den leiblichen Nachfahren Abrahams gehört, heute zu dieser Zeit, wo wir sind, das ist unwichtig. Unwichtig, weil ja heute werden alle gerettet durch den Glauben an Jesus. Und auch in der Trübsal werden die Leute nur gerettet durch den Glauben an Jesus. Nur weil Gott dieses Volk der Juden, ich sag mal so, diesen Bund hatte mit denen, durch Abraham einen Bund geschlossen hat mit denen. Und deswegen ist dieses Volk, sagen wir so, hat Gott ein besonderes Augenmerk auf dieses Volk, eine besondere, ja, Liebe ist nicht, vielleicht nicht das richtige Wort, ne? Vielleicht schon, weil Gott Abraham so sehr geliebt hat und so, deswegen, ne, mit seinen Nachfahren. Deswegen will Gott jetzt zum einen letzten Mal, dass dieses Volk erkennt, dass Jesus der Messias ist. Und deswegen diese Trübsal. Das heißt, Gott bei der Entrückung nimmt alle Heiden raus. Dann ist die Erde einmal leer von Glaubenden. Und dann ruft Gott die Juden zum Glauben. Und die werden sich bekehren und werden dann evangelisieren. Und Millionen Heiden werden sich dann bekehren. Nicht Juden, das heißt Heiden im Sinne von nicht Juden. Und wie belege ich das? Mit zwei Argumenten. Hier das erste, die Zeit der Heiden. Die wird hier in Epheser 2 und 1. Petrus 2 erwähnt. Die Zeit der Heiden muss erfüllt werden. Das heißt, die Entrückung, die ist dann der Moment, wo die Zeit der Heiden erfüllt ist, zu Ende. Und dann kommt wieder die Zeit der Juden zurück. Und die 7 Wochen von Daniel. Die 70 Wochen, 69 sind schon erfüllt, es fehlt die letzte. Das hatten wir, ich denke, letztes oder vorletztes Mal studiert. Warum? Jesus selber hat das erwähnt, dass es noch was fehlt. Das heißt, diese 70. die fehlt noch. Das heißt, das sind 70 Wochen, die Gott mit seinem Volk hat. 69 sind schon erfüllt, eine fehlt noch. Das sind die zwei Argumente, um das hier zu untermauern, dass die Trübsal eine Zeit ist, wo Gott sagen wir so ein Hühnchen rüpft mit den Juden. Es fällt mir ein bisschen schwer, das zu verstehen, das mit den Juden. Aber okay, lassen wir in Gottes Hände. Und hier, wenn wir sagen, die 144.000, dann habe ich genau das gesagt, weil wenn man die Tatsache betrachtet, dass es schon zur Zeit des Apostel Johannes 9 der 12 Stämme nicht mehr gab, weil sie von den Assyrern zwischen 733 und 722 unter den Völkern zerstreut wurden und unwiederbringlich vermischt, dann sollte man wahrscheinlich im Text hinter der Zahl 144.000, siehe Anhang der Lektion 2, eine andere symbolische Botschaft suchen. Zum Beispiel, dass es dabei sich um unzählige glaubende Christen geht, in jeder erdenklichen Gegend der Welt. Weil 144 ist 12 mal 12 mal 1000. Und diese Nummern, die sind auch symbolisch. Sie symbolisieren, 1000 symbolisiert sehr, sehr viel. Und 12 symbolisiert das Volk Israel. Und 12 symbolisiert auch die Glaubende. Und so weiter. Das heißt, vielleicht sollte man das hier verstehen. Ja, weil man fragt sich da, ja, wo wird man noch heutzutage hier die Nachfahren von Gad oder von Ephraim und so weiter finden? Ne? Okay, deswegen sage ich so meine Meinung, wie es mir scheint, dass diese 144.000
es einfach darum geht zu sagen, viele, viele Menschen in der Welt werden sich bekehren und werden evangelisiert und werden versiegelt, das heißt geistlich geschützt. Das heißt, dass die Bösen, dass die Dämonen diese Menschen zuerst einmal nicht angreifen dürfen. Gut, die zwei Zeugen, ein sehr interessantes Thema, die zwei Zeugen der Offenbarung. Wichtig zu sagen, dass es sich um zwei Männer handelt. Wie wissen wir, dass es Männer sind? Einige Leute sagen, ja, das sind vielleicht Engel oder sind vielleicht was anderes etc. Das sind vielleicht, es geht um vielleicht etwas Symbolisches oder so, aber nein. Es sind zwei Männer. Argument, sie sind sterblich. Was machen diese zwei Männer? Die prophezeien. Was bedeutet prophezeien? Werden wir gleich sehen. Werde ich argumentieren in dieser Richtung. Sie werfen dem Volk ihre Sünde vor. Ja, das ist eine der Funktionen der Propheten. Wenn wir so die Propheten studieren, im Alten Testament, im Neuen Testament, das war also eine der wichtigsten Funktionen der Propheten, dem Volk die Sünde vorzuwerfen. Diese zwei Zeugen, die werden in Sacktuch gekleidet. Und das ist eine wichtige Information, weil nur die, ich sage mal so, nur die mächtigsten Propheten, die waren mit Sacktuch gekleidet. Das war so ein Zeichen, dass dieser Prophet wirklich einer der wichtigsten Propheten ist. Und warum haben die das gemacht? Um Unzufriedenheit und Betrübnis zu zeigen. Ein Sacktuch, ein Zeichen von, dass jemand sehr traurig ist. Das war so, warum haben Menschen im Alten Testament Sacktuch gekleidet? Wenn sie jetzt zum Beispiel als Jakob gehört hat, dass Josef getötet wurde, dann hat sich gekleidet mit Sacktuch oder sowas ähnliches und in anderen Situationen und zeigen, ich bin sehr traurig. Und manchmal war auch der Grund dieser Traurigkeit die Buße, wie jetzt der König von Assyrien, als Jona gepredigt hat, der hat sich auch in Sacktuch gekleidet, als Zeichen, dass er seine Sünden erkennt und bereut und so weiter. Und die Propheten, okay, die tun nicht Buße, sondern sie sind traurig wegen der Situation der Welt, der anderen. Als Zeichen, Leute, ihr solltet auch so traurig sein, wie ich hier das symbolisiere. Das heißt, sie laden die Menschen ein, sich zu bekehren durch diese Art, wie sie sich kleiden. Im Alten Testament war vorgeschrieben, dass in einem Gericht immer mindestens zwei Zeugen anwesend sein sollten. Das heißt, man fragt sich, ja, warum sind es zwei Zeugen, warum sind es nicht jetzt drei Zeugen oder ein Zeuge? Dann liest man im Alten Testament, man sucht das, zwei Zeugen, das war ein Gebot, Gott hat gesagt, immer wenn ihr ein Gericht macht, dass jemand verurteilt wird, dann braucht ihr immer mindestens zwei Zeugen. Man weiß schon, wie Gerichte so funktionieren und man weiß schon, dass Gerichte auch manchmal Fehler machen und deswegen hat schon Gott im Alten Testament das vorgeschrieben, mindestens zwei Zeugen. Ja, weil ein Zeuge kann lügen oder kann bestochen werden oder kann vielleicht etwas gesehen haben und dann falsch interpretiert haben und so weiter und so weiter. Deswegen immer zwei Zeugen, um etwas wirklich zu garantieren, dass wirklich diese Person, die jetzt vor Gericht steht, das Böse getan hat. Dass wirklich zwei Menschen das gesehen haben, um den Vorwurf zu bestätigen, damit diese Person dann verurteilt wird. Und genau das Gleiche machen diese zwei Zeugen. Die werfen dem Volk die Sünde vor, die sagen, Leute, ihr habt gesündigt, das, was ihr tut, ist falsch, ist böse, gefällt Gott nicht, bricht die Gebote Gottes. Damit, wenn die Verurteilung kommt durch Harmagedon, die Welt weiß, dass sie es verdient hat. Dass diese Strafe, was Harmagedon ist, die kommt auf Menschen, die verurteilt wurden, die gerechterweise verurteilt wurden. Andreas, lies mal bitte hier diesen 5. Mose 17,6. Wer des Todes schuldig ist, soll auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin getötet werden. Aber auf die Aussage eines einzigen Zeugen hin soll er nicht getötet werden. 5. Mose 17,6. Ganz klar, schon zu jener Zeit
gab es dieses Problem und deswegen zwei Zeugen, damit die Leute, die des Todes schuldig sind. Das heißt, die haben Sachen gemacht, die Todesstrafe verdient. Die Todesstrafe verdienen. Die Menschen in der Zeit der großen Trübsal, die verdienen die Todesstrafe. Und die zwei Zeugen, die sprechen diesen Urteil aus, die bezeugen das. Die Leute, wir haben gesehen, dass ihr gesündigt habt. Wir haben das gesehen, wir bezeugen das. Und deswegen, wenn die Strafe kommt, dann wurden diese Menschen schon verurteilt. Wer sind die zwei Zeugen? Das wissen wir nicht. Sie befinden sich jetzt im Himmel. Vielleicht sind sie Henoch und Elia. Das heißt, ich habe viel geforscht in diesem Bereich. Es gibt viele Theorien. Viele Leute sagen, das sind die und jene und so weiter. Und die besseren Argumente gehen in dieser Richtung. Henoch und Elia. Eine Theorie. Vielleicht, damit sie den Tod schmecken. Ja, das heißt, weil es gibt diesen Vers, Hebräer 9, 27, jeder muss den Tod schmecken. Ja. Oder, es steht noch ein bisschen anders, jeder soll sterben und danach das Gericht. Jeder wird sterben und danach das Gericht. Das heißt, es ist quasi nicht ein Gebot, muss so sein, weil es gibt viele, viele Menschen, die nicht sterben werden, zum Beispiel die bei der Entrückung, die noch lebend sind bei der Entrückung, die werden entrückt und werden nicht sterben. Ne? Deswegen ist dieses Argument so ein bisschen löchrig, wenn man sagt Henoch und Elia. Ja. Auf ja? Portugiesisch steht geschrieben, e como os homens está ordenado morrer em uma vez, vindo depois disso o juízo. Ja, okay, ja. Ja. Ne? Betty hat das auf Portugiesisch gelesen und da steht es so ziemlich als ein Gebot. Die Menschen müssen sterben. Jeder Mensch muss sterben. So steht es auf Portugiesisch. Und aus diesen Vers ne, haben einige gedacht, ja, welche sind denn die Männer, die nicht gestorben sind? Henoch und Elia, die sind nicht gestorben. Deshalb müssen sie sterben, deswegen müssen sie wieder kommen. Okay, ist eine Theorie. Alles klar. Lassen wir stehen, wir werden sehen. Wir werden nicht sehen. Amen. Sie werden beschrieben als zwei Olivenbäume, das ist ein symbolisches Wort, was bedeutet, sie kommen aus dem Volk Gottes. Und zwei Leuchter, was bedeutet, der Heilige Geist redet durch sie. Sie werden ähnliche Kräfte wie Elia und Moses besitzen. Während ihren Auftrag sind sie unbesiegbar, aber am Ende wird der Antichrist sie töten. Ihre Leichen werden nicht begraben als Zeichen der Freude des Antichristen und zur Schmähung der zwei Zeugen. Ihre Auferstehung wird ihr Zeugnis vor der ganzen Welt bestätigen. Sie werden auferstehen und in eine Wolke entrückt. Das heißt, wir wissen, dass ja, jeder Mensch begraben wird. Jeder Mensch wird begraben, sogar der, ich sag mal so, der ärmste Bettler wird auch begraben. Und das ist überall auf der Welt so. Und das heißt, auch der, ich sage so, auch der Mensch, der schlimmste Mensch der Welt wird auch begraben. Der schlimmste Kriminelle der Welt wird begraben. Aber hier diese zwei Zeuge, die werden absichtlich nicht begraben. Und das ist quasi das Schlimmste, was man einem Mensch auch antun kann. Oder eine, nicht das Schlimmste, aber eine ganz, ganz schlimme Sache, die man einem Mensch antun kann, ihn nicht zu begraben. Das heißt, ein Zeichen, dass man diese Person wirklich hasst, dass man diese Person wirklich schmähen will. Ne? Aber die zwei Zeugen, die werden auferstehen und werden sagen, ja, ihr habt gedacht, ne, ihr schmäht uns, ihr ne, könnt lachen. Nein, sie werden auferstehen und dadurch ist wieder ein Zeichen für die Welt, dass alles, was die gesagt haben, Wahrheit ist. Dass diese Rufe zur Buße Wahrheit ist und die Welt soll sich bekehren. Halleluja. Amen.